Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist gleich 3. Ich nehme jetzt erst die Kamera in die Hand. Irgendwie meine Motivation ist momentan so ziemlich im Keller. Weiß ich nicht. Luft raus, glaube ich. Egal. Was muss, das muss, ne? Ich muss trotzdem hier weitermachen. Und wir fangen als erstes mit dem Kalender an. Und gucken, was da heute Schönes drin ist. Was ist das jetzt hier? Ingwer. Das ist gut. Guck mal. Ingwer haben wir heute drin gehabt. Ach so, die Amaryllis. Die wollte ich euch zeigen. Letztens war ja nur eine Blüte, ne? Guckt euch die an. Jetzt sind das 2. Wir haben gestern Erde gekauft. Ich muss die unbedingt umtopfen. Aber die Erde vorher erstmal reinholen, die liegt nämlich draußen, die wird kalt. Oder ist sehr kalt, also da würde ich jetzt ungern das Ding hier einbuddeln. So, weitermachen. Im Balea-Kalender gab es Hand- und Nagelbalsam. Starke Nägel und geschmeidige Hände. Das ist genau das, was ich brauche. Meine Hände sind andauernd so trocken, sodass ich jetzt sofort auf der Stelle schon mal teste. Ah, das fühlt sich gut an, aber es riecht für mich etwas zu süß, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da nicht so, was das angeht, so süß. Oh, nee. So, und hier war ein Kind mit einem Reh drin, ein Schoki-Kalender. Ja, was machen wir heute? Weiß ich noch gar nicht. Also, es ist so viel Arbeit. Und ich, wie gesagt, irgendwie ist die Luft raus. Ich möchte eigentlich am besten mich ins Bett verkrümeln und alles so sein lassen, wie es gerade ist. Ne? Also das ist einfach zu viel. Manuel und Sarah kommen heute noch, nicht morgen, sondern heute schon. Die sind schon im Zug unterwegs. Gerade vorhin hat Manuel was geschrieben, von wegen die Ansage im Zug war, dass man eigentlich einen Test braucht, um Zug fahren zu dürfen. Hast du was davon gehört? Ich fahre keinen Zug. Ja, ich ja auch nicht, aber Isabel fährt jeden Tag Zug und die hat noch nie was davon gesagt. Und das ist ja auch Niedersachsen, wo die da jetzt fahren. Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich habe nichts davon mitbekommen. Ich hoffe, die kommen jetzt einfach mal so durch, ohne Test. Und können herkommen. Manuel, der kommt auch erstmal heute nicht nach Hause, sondern als erstes zu einem Kumpel von ihm, früherer Schulfreund, der hat heute Geburtstag. Da ist er, da bleibt er da, jetzt in der Stadt. Und Sarah hole ich nachher einfach mal, wenn ich Isabel abholen fahre, vom Bahnhof ab. Ja, heute ist der letzte Arbeitstag für meine Leute, für alle in diesem Jahr. Alle haben heute Weihnachtsfeier. Dirk und Christian in der Firma, direkt auf dem Gelände. Auch weil die normalerweise feiern sie immer in einem Gasthaus. Aber ein paar in der Truppe entsprechen nicht den Bestimmungen. Die sind weder geimpft noch sonst was und deswegen können sie jetzt nicht hin. Dann grillen sie wieder auf dem Platz einfach mal. Aber es ist so kalt, muss ich ehrlich sagen. Draußen sieht es gerade aus wie ein Märchen. Ich zeige es euch gleich. Ja, und ich nehme euch auf jeden Fall einfach mal mit. Egal, was ich heute noch mache. Ja, auch wenn ihr vielleicht nur mir zugucken dürft, wie ich auf dem Sofa rumliege. Nein, wird nicht passieren. Ich zeige euch mal kurz, wie es draußen aussieht. So sieht es gerade draußen aus. Da läuft eine Katze rum. Aber guckt euch die Bäume an. Es ist alles weiß. Es hat nicht geschneit, noch nicht. Aber es hat richtig gefroren und es ist alles weiß. Alles ist richtig weiß, der Rasen, die Dächer. Also ich finde das richtig schön. Raffi meinte vorhin auch, oh, wie schön das ist. Naja, hier ist es weniger schön. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich muss das hier alles wegmachen. Ich muss Bäder putzen und so weiter und so fort. Und ich habe keine Lust. Ich würde am liebsten einfach hier liegen bleiben. Geht aber nicht. Was zu essen muss ich auch noch basteln. Für später.
Und wegen der Weihnachtsfeier bei den Männern, ich weiß gar nicht, wie lange die heute da sind, werde ich Isabel abholen müssen. Ja. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur noch 2 Stunden, bis ich los muss. Und in diesen 2 Stunden muss ich was machen. Ach so, und im kleinen Zimmerchen da oben muss ich jetzt auch noch alles auf die Schnelle fertig machen. Also die Matratzen beziehen, Bettwäsche fertig machen und so weiter, damit Sarah und Manuel heute da schlafen können. Okay, dann machen wir das jetzt. So, ihr Lieben, es geht jetzt mit dem Essen los. So viel habe ich gar nicht geschafft, wie ich müsste. Mal gucken, was ich heute noch alles schaffe. Deswegen machen wir jetzt erstmal im Instant-Pot das Essen oder einen Teil vom Essen. Dann kann das Ding vor sich hin brutzeln und ich kann, wenn ich schaffe, noch ein bisschen weiter hier arbeiten. Ich mache jetzt eine Hackfleischsoße mit viel Gemüse. So, ich habe da jetzt 2 Stangensellerie,
Eine ganze Paprika, zwei Möhren, Solo-Knoblauch da unten und zwei Zwiebeln. Und jetzt mache ich hier an, auf Anbraten. 17 Minuten passt wunderbar. Gebe ein bisschen Öl rein und warte, bis das Ganze erstmal heiß genug ist. Den brauche ich nicht. Und dann brate ich auf einfach alles an. Also das Hackfleisch brate ich gleich einfach an. Und dann kommt das Gemüse dazu. Und dann, was mache ich dann? Ich überlege gerade, ob ich das zu einer so eine Käsesoße mache. Ein bisschen Käse noch mit rein oder Frischkäse und so. Irgendwie sowas. Einfach mal so eine Hackfleisch-Gemüsesoße. Und dann bastel ich, wenn ich wieder da bin, mache ich Spaghetti dazu oder Nudeln, andere Nudeln. Genau. So, und jetzt gebe ich einfach mal das Fleisch rein. So, erstmal nur das Fleisch gut anbraten. So, ich gebe jetzt einfach mal die Zwiebel rein. Eigentlich alles. Genau. Die Möhren, Knoblauch, alles rein. Paprika und da unten haben wir auch Sellerie. Und lassen das Ganze einfach weiter ein bisschen anbraten. So. Naja, so wirklich angebraten bei dieser Menge ist es jetzt nicht, aber immerhin. Und jetzt kommt wieder der hier zum Einsatz. Die Soße ist so gut, da packe ich jetzt echt fast überall rein. So. Einfach mal eine großzügige Menge von dieser super leckeren Paprika-Tomaten-Paste. Reinrühren. Und jetzt Salz. Logischerweise. Und Pfeffer. Hui. Paprika. Und Basilikum. Basilikum. Genau. Den Knoblauch, den haben wir schon drinnen, ne? Ach, das bleibt echt im Kopf, will nicht raus. Diese, aus diesem Video, Basilikum, Knoblauch. Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen von dieser Paprika-Tomaten-Paste, aber nee, Moment. Ja, das Programm ist jetzt zu Ende. Das ist genau richtig. Ich muss auch bald los. Ich gebe jetzt passierte Tomaten noch dazu. Ein Schlückchen Wasser. Dann Cremosano. Diese Kochcreme. Und Schmand.
Lutzle. Alles schön einrühren. Probieren. Ja, super. Und jetzt Deckel drauf. Zumachen, Ventil auch. Und dann auf Programm Meat Stew. Und machen mal 20 Minuten. Und dann bleibt das stehen auf Warmhaltefunktion. Passt dann schon. Ja, wir haben jetzt 5:05. Manuel und Sarah sind fast schon in Bevensen. Das heißt, ich muss mich gleich, okay, ich fahre nicht jetzt sofort los, sondern erst so in einer Viertelstunde. Müssen die ein bisschen warten, weil Isabel kommt ja erst nach 5 und sie kommen ein bisschen vor 5. Ja, müssen die halt ein bisschen warten. Und ich versuche in dieser kurzen Zeit, in diesen 10, 15 Minuten noch ein bisschen was im Haushalt zu erledigen. Ist eigentlich schon fast fertig. Ich werde jetzt nur noch ein bisschen was von dem Schmelzkäse reingeben und einmal noch kurz auf Anbraten gehen auf die Funktion. So, den Schmelzkäse, ich habe jetzt halbe Packung genommen, einrühren und wir machen mal Anbraten, also Sauté. Und machen mal 5 Minuten, die reichen, und rühren einfach mal ein den Käse. Ja, und bei Anbratfunktion auf keinen Fall den Druckdeckel drauf machen, sondern einfach nur irgendeinen Deckel drauf machen, damit es nicht zu doll spritzt. Aber ansonsten passt das schon. Schmeckt sehr gut. Die Soße. Nudelwasser habe ich schon aufgestellt. Ja, ich habe gerade meine Kinder abgeholt vom Bahnhof. Mein Ältester ist da. Ich freue mich so. Und gleich seine Freundin versklavt da. Isi und Sarah schälen Kartoffeln, damit ich morgen die Salate fertig machen kann. Ich stelle jetzt auch gleich die Eier und rote Beete und Möhren auf. Dann kühlt es bis morgen alles schön ab und ich kann dann die Salate fertig machen. Also ich habe morgen einiges zu tun. Deswegen wollte ich eigentlich heute so viel wie möglich, was Haushalt angeht, schaffen. Ja, wollen und schaffen, machen ist was anderes. Ne? Naja, ist dann halt so. Dann ist es nicht perfekt, dann ist es hier nicht alles tippitoppi. Ist auch egal, das ist mir nicht so wichtig. Ach, Oma kommt doch eh nicht. Genau. Ja, ist mir aber auch wirklich nicht so wichtig. Mir ist die Zeit mit den Kindern viel, viel wichtiger. Und ich freue mich so, dass der Große hier ist und bis nach Silvester hier bleibt. Es kann zwar passieren, dass wir uns nach ein paar Tagen jetzt in die Gurgel gehen oder so. Mit Manuel passiert das häufig, aber ist auch egal. Es ist auch hier gleich viel lauter auf einmal, weil alle freuen sich, alle wollten ihn begrüßen, alle haben dann Raphael und Manuel, die standen sich da und haben sich so gegenseitig erstmal angeguckt. Manuel wollte nicht glauben, dass das Raphael ist. Also da ist so riesig geworden. Was ist das denn für eine Kartoffel? Ja, du hast da eine Kartoffel bestimmt halbes Kilo. Ich will wiegen. Ja, auf jeden Fall, die Soße ist jetzt fertig. Also ich lasse die jetzt nur ein paar Minütchen drüber. Isabel macht Radau. Ja, sie will die Kartoffel wiegen. Sie will die Kartoffel wiegen, ja. Wie viel wiegt die Kartoffel? Wie viel wiegt sie? 287 Gramm.
Ach, ich war doch schon ziemlich großzügig, ne? Ja, ich zeige euch auf jeden Fall nachher, wie das Essen fertig aussieht. Und ich habe was bekommen per Post. Das zeige ich euch auch gleich. Das ist ein bisschen sehr dreckig. So, ihr Lieben, das ist das fertige Essen. Nudeln und Soße, mehr ist es nicht. Ja. Wir werden jetzt erstmal essen und dann sehen wir uns wieder, damit ich mich auch von euch richtig verabschieden kann. So, ihr Lieben, jetzt ist hier ein bisschen ruhiger in der Küche, jetzt bin ich hier alleine. Wir haben schon längst gegessen, wir hatten auch schon Besuch gehabt. Der Jugendprediger war hier, hat den Kindern was vorbeigebracht, ihre Weihnachtsgeschenke sozusagen. Hier koche ich schon rote Beete, Möhren, Eier, Kartoffeln und so weiter, damit ich morgen loslegen kann. Aber ich wollte euch was zeigen. Ich habe heute Post bekommen von der lieben Melanie. Die hat mich hier so ein schönes Kärtchen geschickt. Ne, sie hat das Kochbuch gewonnen, hat sich jetzt bedankt und hat mir so einen Anhänger gebastelt. Voll süß. Dankeschön. Gefällt mir sehr gut. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle werde ich jetzt dieses Video auch beenden. Der Tag war auch wieder ziemlich lang. Ich muss hier noch ein bisschen Klarschiff machen. Und dann war es das auch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.